Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Feudal, Your Own mit Dragodor. Jo, wir sind hier immer noch am See bei unserem kleinen Lager und haben jetzt die letzten Tage hier schon ein bisschen fleißig gebaut und versuchen hier gerade unser Lager etwas zu befestigen und hatten auch schon diverse Attacken. Auch ganz nice. Und jo, jetzt müssen wir unser Lager noch ein bisschen befestigen. Hier stehen schon ein paar Mauerbaustellen, ein paar Hühnerställe. Und ja, das geht ja alles ziemlich flott voran. Wie gesagt, der Server hat 3000er Skill Cap und einen Multiplikator von 30. Hier war gerade vorhin ein Elch im Lager, den haben wir jetzt gelegt. Hatten auch schon ein paar Bären und Feinde natürlich. Und war schon einiges jetzt hier los und geboten. Und wie gesagt, wir wollen jetzt hier schauen, dass wir unser Lager hier noch ein bisschen weiter befestigen. Hier an der Ecke, hier haben wir jetzt schon ein paar Mauerbaustellen gesetzt. Ich werde hier mal jetzt, hier müsste schon alles drin sein. Genau. Mal ein bisschen hier Baustellen fertig klopfen. Und hier wird auch schon fleißig gearbeitet. Hier kann man jetzt zumindest schon mal da hochgehen und runterfallen. Genau. Dann hier kommt dann die Windmühle her. Und noch hier ist Torhaus. Torhaus ist auch schon fast. Genau, hier ist dann der Graben mit der Rampe. Das Torhaus mal fertig. Hier haben wir auch schon alles rein verbaut. Hier fehlen noch die letzten Bretter. Machen wir hier jetzt schön fertig. Jawohl. Und auch hier an der Seite ist auch der Treppenaufgang, da müsste eigentlich auch schon alles drin sein, bis auf die letzten zwei Balken. Genau, den können wir auch noch hier fertigstellen. So, dann wird es schon schön langsam. Genau, hier kommen dann Lagerhäuser. Und was fehlt denn noch? Hier ist noch auch ein Lagerhaus. Genau, hier glaube ich kommt noch die Schreiner. Die Schreinerei. Es gibt eine Schreinerei. Ich habe mittlerweile auch schon ein bisschen hochgeskillt. Wie gesagt, das geht hier ziemlich flott. Mit einem 30er Skill Cap. Schreinerei bauen wir. Genau, richtig. Sieht dann so aus. Ein bisschen drehen, da muss man immer aufpassen. So. Tür ist hier an der Seite. Ja, stellen wir hier mal hier auf. Genau, es gibt ja auch eine Schreinerwerkbank anfangs, aber mit dem Gebäude, glaube ich, kriegt man 20% mehr Qualität oder bessere Qualität einfach zustande. Deswegen setzen wir die auch mal. Und dann haben wir noch, genau, ich kann mal hier meine Skills, Handwerk auf 100, ja gut, es geht, wenn man viel schaufelt, geht das ziemlich zackig. Zimmern habe ich jetzt auf 90, Maurer auf 94, Gebäudewartung auf 60. Also wie gesagt, wenn man hier ein bisschen reinkniet, kann man schön hochskillen. Und genau, dann wollen wir noch ein paar andere Gebäude hier setzen. Beispielsweise hier auf die Länge kommt ein großer Stall. Schauen. Ob wir den da so hinkriegen wie geplant. Hier, großer Stall. Jawohl. Da ist er schon. Etwas sehr groß. Auf der X-Achse hin und her schieben. Oh, nee, in die andere Richtung. Hier. So, ach, der ist verkehrt herum. Den muss man nur drehen. So, dann. Ja, muss man ein bisschen aufpassen hier. Das ist schief. Gerade ausrichten. So, so muss passen. Dann hier. Gut ist, solange man in der Bauphase ist, mit dem Mausrad kann man so reindrehen, kann man hier auch so durchlaufen. Rundherum checken, ob das alles so passt. An der Grenze. Ja, sieht gut aus. Hier hinten ist dann raus. Hier. Genau, hier auch. Sehr schön. Überall noch ein Feld frei.
Im Stall selber. Auch rumlaufen, solange es noch nicht gesetzt ist. Läuft man so halb durch den Fußboden. Aber ich denke, so passt es. Ja, dann setzen wir doch den hier. Juhu! So. Schöne große Baustelle. Hier immer, das muss man noch ein bisschen, wenn man Rechtsklick macht, kommt immer einreißen, ne? Das ist ein bisschen doof. Bauen. Da braucht man, oh, ein paar Steine, ein paar Balken, ein bisschen Mörtel, Tor und Stroh. Wir haben hier Winter, es schneit. Wenn wir hier mal auf der, ich glaube, ja, Dezember, Januar müsste jetzt hier sein. 6. Januar ist es hier. Und, muss man noch schauen, hier kommen noch weitere Baustellen her. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen umorganisieren. Hier sind es 3 Hühnerställe. Hier daneben kommt eigentlich noch ein kleiner Stall hin. Hier ist noch ein Karren, was ist drin? Der ist leer. Dann nehmen wir noch den. Nehmen den ein bisschen beiseite. Dann kann man nämlich hier... Kleiner Stall hat 2x3 Felder, also der kommt dann... Hier kommt einer her. Und hier kommt einer her. Und hier kommt auch noch einer her. Ich setze jetzt einfach mal die Baustellen. Kleiner Stall, wo ist er denn? Ach, das geht unter Zimmern, ne? Zimmer 90. Alphabetisch. IJ. DFGH, IJK. Kleiner Steg. War er denn klein? Da war er doch schon. Kleiner. Kleiner Stall, hier. So. Gehen wir auch am besten so, dass es passt. Ah, sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. So. Ja. Stellen wir auch gleich mal auf. So, dann kommt daneben noch einer. Was so schön ist. Zimmern. Kleiner Stall. So. Ja, wir sind ja schon einige Claims oder Monumente gibt es hier schon auf dem Server. Oh, was war jetzt? Irgendwas hat blockiert. Blockiert. Habe ich ihn nicht sauber aufgestellt? Das kann natürlich sein. Nochmal. Nehmen nochmal den Karren weg. Den mal irgendwie. Hier hören wir nicht weg. Und. Kleiner Stall. Ja, genau. Wenn man hier nämlich nicht aufpasst und dann ist da, wo die Leiter hier steht, fällt nämlich auch noch mal ein bisschen jetzt. So ein bisschen drehen, dann müsste es hoffentlich passen. Hoffe ich. Gerade beim Drehen muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Baustellen setzt. Ein Lagerhaus ist ja auch schon fertig. Bisschen Schmiedebereich hier. Schmiede und Essen, Brennöfen, ganze Lagersystem hier. Ja, ich glaube hier. Verbindung zum Server. Ach, Server Neustart. 18 Uhr ist immer Server Neustart. So, da war jetzt ein kurzer Server Neustart um 18 Uhr. Wir haben immer um 6 Uhr und um 18 Uhr Server Neustart. Deswegen hat es mir jetzt kurz aus dem Spiel gehauen, aber ich bin schon wieder da und weiter geht's. Genau, um Baustellen hier zu setzen. Ja, hier neben dem Erzlager, da sollte auch noch was herkommen. Ich schaue gerade von den Feldern, müsste das sich ausgehen. Und zwar braucht man da eine Axt. Der Baum muss weg. Genau, ich habe schon ein paar Amulette gefunden, die findet man ab und zu beim Graben. Und... Machen wir mal den Baum da weg. Was ist hier? Eine Fichte. Quali 28, klein.
Ja, die stört hier Baugelände. Was liegt denn hier eigentlich für ein Kadaver? Ein Elch. War noch ein Elch im Lager. Hier ist auch, das dürfte auch eine Fichte sein, so wie es aussieht. Ja. Machen wir auch weg. Dann können wir nämlich hier die nächste Baustelle setzen. Juhu. So. Haben wir noch den Wurzelstock jeweils da drin. Der muss nämlich natürlich auch weg, weil das Feld sonst blockiert ist. So, schauen wir mal irgendwo hier. Hier ist er. Entwurzel. Sieht man, weil das Feld noch rot blockiert ist. Laufen wir weg. Und dann ist es wieder frei. Sehr schön. Hier ist auch. Wo ist er denn hier? Hier ist er. Ja, wir haben hier auf dem Server schon einige Monumente, einige Claims und ihr seid natürlich auch dazu eingeladen, euch hier niederzulassen, wie ihr wollt. Es gibt keine besonderen Regeln, außer dass wir halt jetzt Cheater oder so nicht unbedingt begrüßen. Grundsätzlich gibt es keine Regeln. PvP. Es ist viermal die Woche Judgment Hour. Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 19 bis 22 Uhr. Und genau, ansonsten soll es hier ein bisschen so Fun-PvP, Spaß, kloppen. Wie es eben lustig ist. Weitere Infos, kleine Werbung hier zwischendurch auf www.schwarzdrachen.de. Haben wir auch eine Live-Map. Und ja, wir setzen jetzt hier mal die Baustelle. Was haben wir denn? Was wollte ich denn setzen? Eine Belagerungsgerätewerkstatt. Die wäre doch schön. Gehen wir mal so. Müsste 4x4 sein. Könnte hierher passen. Oder? Oder drehen wir sie so rum? Weil jetzt sieht man auch da hinten das eine Feld. Wenn wir da rundherum gehen und hat es nicht genau ausgerichtet, geht es etwas schief. Hier, jetzt. Mal rundherum gehen und checken. So, sieht doch schön aus. Jawohl, ja. Wer steht hier? Der Gary. Und der Spitzkopf Larry. Unser Nick. Jawohl. So. Okay. Ja, dann werden wir mal mit den Jungs hier quatschen. Kurz für den hochgehen. Ja, wir sind jetzt im TS und es sind noch ein paar Schwarzdrachen hier. Da ist zum einen der Nick. Hallo Nick. Servus. Und dann der Lars. Servus Lars. Hallihallo. Der Gary ist auch hier. Hi. Hallo. Und der Thoralf, der Fabian. Hallo Fabian. Mahlzeit. Ja, ich habe jetzt hier bei uns im Lager schon ein paar Baustellen gesetzt. Die so lange herbeigesehnten Ställe. Gary. Gary, ich habe da zwei kleine Ställe jetzt mal aufgestellt und einen großen. Da würde daneben noch ein dritter hinpassen, also zwischen den Hühnerställen und da stehen aber jetzt die Schränke und so. Sollen wir dann einen dritten aufstellen oder reichen zwei erstmal? Oder ist es dir wurscht? Reichen erstmal zwei. Okay. Ein Schaf, ein Schwein. Sehr gut. Großen Stall habe ich jetzt auch mal gesetzt in die Mitte rein. Wir brauchen eh mal erst Stroh. Jetzt ist Winter, das ist eh ungünstig. Aber wenn wir dann Lachs und so weiter haben und Seile vor allem, können wir da wieder weiter aufbauen. Torhaus steht jetzt und Treppe zum Torhaus steht. Ja, da hinten noch ein paar Mauerelemente vielleicht noch fertig bauen. Schaut's denn da aus? Da brauchen wir noch ein bisschen Lehm.
Ja, genau, ich glaube, ich gehe mal Lehm holen. Irgendwo mal noch ein Pferdchen hier. So, ich reite mal wieder zurück zum Lager. Ah, doch. Einige Mauern zum Fertigstellen. Nein. Dann komm, lass uns hier Richtung Heimat roden, oder? Ja. Also beim großen Zumpf seid ihr. Genau. Was macht ihr? Holt ihr Holz oder jagt Ja, ihr? wir haben Holzcamp und transportieren so einen Balken für das Wohnhaus. Ich hätte gerne das Wohnhaus zügig irgendwie Ja. wegstürmen und Gute Idee, umspawnen. ja, richtig. Ich glaube, hier die Mauer an der Seite, die wird noch. Wäre ganz gut, wenn die fertig wäre, weil sonst kann man da quer rüber springen. Gut, wobei wir müssen jetzt dann eh schauen, dass wir rundherum die Mauern alle zuziehen. Graben wurde schon fleißig geschaufelt. Haben ist fertig. Sehr gut. Könntest auch mal das östliche Tor hinstellen. Ja, mache ich dann, da setze ich dann auch noch die ganzen Mauern und dann können wir da Ja, wir zuziehen. nämlich safe langsam. Ja, das nach den ganzen Attacken und so. Morgen ist wieder Judgment Hour. Ja, das ist nicht schlecht. Na komm, die eine noch. Juhu. Jetzt bin ich dann gleich beim Sumpf. Wo seid ihr? Direkt, also, ja. Links vom Sumpf ist so eine Lichtung da, direkt. Wir müssen gleich sehen oder Bäume fallen. Ich muss nochmal dem holen. Und was zu essen brauche ich auch noch. Genau, ich habe auch noch eine Baustelle gesetzt für die Belagerungsgerätewerkstatt. Und Schreinerei habe ich auch gesetzt. Okay, cool. Glaube ich, ist ja 20% mehr Quali dann, ne? Wenn man im Vergleich zur Dann sorry. Lars, die bist du uns? Also wir sind im Osten an Bergbau. dem Zoom. Lars, sieht wie eh. Ja, da bin ich. Ich schaue jetzt Richtung Großer Berg. Du Moment, hast ihr kommt gesagt, die gleich holen. links geparkt. Aus Weichholz soll man eher Scheide machen? Oder wie sieht es mit Griffe aus? Soll der Nick hier gleich Griffe draus schnitzen? Ich brauche Weichholzbretter für Fenster. Okay, dann mache ich Bretter, okay. Im Prinzip können wir, glaube ich, alles brauchen, ja. Griffe, ja. Und Scheite für Rap-Kits, Reparaturkits, kleine und Bretter für Fenster und alles Mögliche. Ich habe Stärke ein bisschen zu hoch geskillt, Beweglichkeit. Das ein bisschen anpassen hier. Und die Mauer ist fertig. Nächste Mauer. Leg vorerst alles wieder ins Lagerhaus, okay? Jo, dann können wir Drago vielleicht auffüllen. Jo, was denn? Im Lagerhaus hat es noch jede Menge Hartholzbretter für deine Mauern. Sehr gut. Stimmt, da habe ich gestern auch schon ein paar geholt und wieder verbaut, ja. Genau. Und jetzt werde ich dann auch Balken reinlegen für die Wohnhäuser und so. Wohnhäuser. Ja, stimmt, wir brauchen einige Balken. Auch für die Lagerhäuser. Hier brauchen wir beispielsweise, ja gut, Lagerhaus aus Holz. Haben wir eins, das sind 200. Dann haben wir ein normales Lagerhaus, sind 50. 250 dann für die Scheunen, glaube ich, brauchen wir auch. Jeweils 50. Da kann ich auch noch Lehm holen. Genau, und wir schauen, dass wir jetzt hier alles rundherum zubauen. Nee, kannst du schon irgendwo einen Beutel? Nee, noch nicht.
Problem. Das mit dem Schnee ist schon ziemlich geil, ne? Schaut sehr idyllisch aus. Nur für die Farmer ist es halt ziemlich geschissen, weil nichts wächst. Also ich habe einen Beutel gemacht. Okay. Feld- und Baumwachstum ist den Jahreszeiten angepasst und das ist im Winter wirklich übel. Ach, ich habe mal wieder einen Kopf irgendwie. Super. Der Spaten macht in deiner Hand eine ruckartige Bewegung und rutscht zur Seite. Du spürst einen stechenden Schmerz im rechten Auge, das sich umgehend mit Tränen füllt. Ein festes Stück steiniger Erde, das du bis dahin nicht bemerkt hattest, ist zerbrochen. Was? Ein festes Stück? Okay. Als du es mit deinem Spaten getroffen hast und einer der Splitter hat dein Auge verletzt. Na, wunderbar. Und ich habe eine Kopfwunde jetzt. Aber Lars, du kannst glaube ich heilen, oder? Ja. Kannst du Kopfwunden auch heilen? Ich glaube noch nicht. Das würde eher dann zum Gary passen. Braucht man dann irgendwie einen 90er Skill oder so, oder? Ja, ich bräuchte auf jeden Fall, glaube ich, einen Verband. Ja, so. Nein, du kannst verbinden und du kannst später mit 90 kannst du operieren. Das wäre dann. Ja genau, mit Hammer und Säge operieren. Ja. Genau. Das ist tatsächlich, ne? Man muss eine Säge und einen Hammer anlegen. Kann dann operieren. Ja, Holzhammer-Narkose. Richtig. Okay, ich mach mich auf den Weg, oder? Naja, wie viel kannst du immer tragen? Moment schnell. Zwei oder drei Balken? Drei. Okay, nur wegen den Stacks, weil sonst wäre es blöd, wenn ich vier oder fünf mache. Ich kann auch drei tragen. Nein, drei Stück kann ich tragen. Hier ist auch schon fast. Ja, noch ein Mauerstück. Sehr schön. Geht ja wie im Schnürchen hier. Hast du einen Graben gesehen? Das ist eigentlich perfekt, bis auf die eine Ecke, da muss der Schmelzofen erst oder der Rennofen erst. Ja, richtig. Ja, habe ich gesehen. Genau. Ja, das werde ich dann auch gleich noch machen, dass wir da rundherum die restlichen Baustellen noch setzen. Ja, Graben ist viel Schaufelarbeit, ne? Das ist. Aber ist ja nicht ganz egal. Also wenn man am Berg oben ist, wie andere Gilden das hier auf dem Claim ja machen, unsere russischen Kollegen beispielsweise, die haben oben auf dem Berg so ein Claim oder so ein Lager errichtet. Man muss halt auf dem Berg oben die ganze Erde aufschütten. Oder ob du jetzt hier bist und dann Graben rundherum schaufelst und alles wegschaufeln. Also schaufeln muss man hier sowieso. Kommt man nicht drumherum. Ach ja, genau. Und hier wurde mir im letzten YouTube-Video in den Kommentaren gepostet, wusste ich ehrlich gesagt selber noch nicht, dass man hier von einem Inventar ins andere Inventar mit Steuerungstaste und Linksklick das rüber switchen kann. Kennst du es nicht? Ich habe das nicht gewusst. Hey. Ich spiele schon seit weiß ich nicht wie viele Stunden, aber man lernt immer wieder was Neues dazu. Ja, ich traue mich das auch zu sagen, dass ich was nicht weiß. Das kann ja nicht alles wissen. Ja, das ist sehr brauchbar. Ja, das ist echt cool. Also mit Alt kann man stacken, das ist, weil das muss man mit Vorsicht genießen, weil man halt dann gute und schlechte Qualität unter Umständen zusammenwirft und dann. Nee, aber wo es zum Beispiel auch sehr brauchbar ist, wenn du einen Behälter hast, wie jetzt eine kleine Tasche, die übervoll ist, aber du weißt, dass ein Platz drin ist und du jetzt ein großes Fell oder einen Balken reinlegen willst. Einfach Steuerung, dann wurscht du das schon rein und das deckt es nicht. Stimmt. Stimmt, das habe ich nämlich auch schon mal gehabt, wenn man es per Hand rüberzieht, dass man irgendwo einen freien Platz finden muss, sonst nimmt das nicht rüber, genau. Richtig. Sehr cool.
Ja, wieder was gelernt. Okay, und ich werde mich jetzt weiter auf Weg machen und Lehm holen, um hier die fehlenden Mauerstücke fertig zu bauen, soweit es geht, und die restlichen Baustellen setzen. Und ja, dann hoffen wir, dass euch die Folge ein bisschen gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid bei Life is Feudal Your Own mit den Schwarzdrachen. Und wenn ihr Bock habt, schaut einfach vorbei auf dem Server bei uns. Wie gesagt, Infos unter www.schwarzdrachen.de. Da ist auch der Servername, die IP-Adresse, eine Live-Map, und wenn ihr wollt, schaut einfach bei uns vorbei auf dem Teamspeak. Und ja, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein, macht es gut. Bis dann. Ciao, Servus, euer Drago.